So, da bin ich wieder. Der, ja, der Laserbeam LP ist wieder da. In der Pumpkin Zone. Und ja, welches Level da mit dem Grabstein und der Flamme ist, das fällt mir gleich heraus. Okay, los. Blab, blab, blab. Was ist denn das? Ah, was ist denn das für ein Viecher? Hilfe! Das waren Regenschirme, die mich verfolgen. Okay, wird. Das Spiel ist doch schon konfus genug! Wieso? Das noch? Nein! Bitte lass mich rein! Danke, 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 danke! Pilz, danke! Sinnlos! Was aber, was das ist? Ja, frag mich, was sind das für Zungenviecher? Traurig könnte sie ja sein, aber. Wer bist du denn? Was ist das für ein Vieh? Leibe! Okay. Entschuldigung. Ja, ist ein fetter Matrosenzyklop. Okay. Ihr habt das Spiel übertreibt. Endgültig. Jetzt verwandelt sich das in ein Unterwasserlevel. Ich glaube, den Boss von der Zone kenne ich schon. Aus so einem anderen Let's Player, der das gemacht hat. Danke. Ein Buhu-Geist. Haha. Was? Ah, ein One-Up. Das will ich haben. Das will ich haben. Verdammt. Oh, ich bin am Arsch. Na, kommt her. Kommt her, kommt her, kommt her. Nein. Nein. Ey, ich krieg das Herz hin, doch ha 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 ha. Bin ha 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 ha. Verdammt. Ich kann nicht durch. Der fette Zyklop, der macht mir immer noch sehr große Angst. Nur was das ist, ist mir auch noch ein Rätsel. Das ist mir immer noch schleierhaft. Okay. Oh, raus da. Aus dem Wasser. Dankeschön. Vielen Dank. Oh nein, 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 Regenschirm. Böser Regenschirm. Ah, verdammt. Ich mag die nicht, weil die mich verfolgen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Dankeschön. Diese Regenschirme haben ein Auge. Und jetzt gehen wir ins Gruselhaus rein. Verrücktes Spiel. Ist ja wie gesagt der Vorgänger der NES-Version.
Ich weiß doch, also keine Covers, die Bubus. Oh. Aha. Ja, schön. Oh, was kann man dafür, wenn so ein komischer Gumba-Geist kommt? Der sich nicht mal umdreht. Nee, ist jetzt nicht euer Ernst. Haha. Ja, also dieses Schloss ist sehr, sehr komisch. Also es gibt eine neue Gegnerart, das sind diese Gumba-Geister, von denen wir ja sehr viele getötet haben. Keine Ahnung, wie sie ins Schloss gelangt sind und ja, hab einfach keinen blassen Schimmer. Das Spiel wird einfach viel zu wirre, kann man sagen. Ich bin über dich, du. Ich bin super als du. Ja, und die Bubus sind so in dem Sinn sehr niedlich. Okay. Ha 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 ha, fliehe über das Level. Verdammte. Wo geht's denn hier lang? Geil. Und erwischt. Also heißt das, wir sehen doch noch den Boss. Ah nee. Doch nicht. Aber das Minispiel seht ihr ja doch, das ist super. Extra Leben! Woo! Ja, bin ich gut. Ich glaube, jetzt bin ich gerüstet für den Endboss. Aber damit ich ein bisschen fies zu euch bin, sehen wir ihn erst im nächsten Part. Ciao!